German Jelly. Hallo, ich bin Arte. Wir sind hier in der Fraport-Halle mit der German Jelly Crew. Und heute habe ich hier Benny Schröder von Iber. Warum spielst du Basketball? Wie bist du auf Basketball gekommen? Zu Basketball bin ich gekommen, wie viele in Deutschland halt. Ich habe zuerst Fußball gespielt, war zu schlecht dafür. Und dann habe ich mit Basketball angefangen, weil ich relativ groß war damals. Und dann habe ich mit Basketball angefangen. Was denkst du, ist eine wichtige Sache, die jeder Spieler besitzen muss, wenn er auf einem höheren Level spielen möchte? Ich glaube, jeder Spieler muss Energie bringen, egal ob er von der Bank ist oder auf dem Spielfeld steht. Und wenn du irgendwo spielen willst, musst du verteidigen können und offensiv deine Würfe treffen. Und wo möchtest du mal sein am Ende, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, oder was ist dein Ziel? Ich würde nicht richtig Ziel sagen, aber ich spiele erstmal eine Saison im College auf jeden Fall. Und mein größter Traum ist die NBA, das sage ich auch so. Ziel kann ich nicht richtig sagen, weil es spielt ja so viel rein. Aber ja, auf jeden Fall NBA oder EuroLeague auf jeden Fall. Wir haben schon sehr viele Tapes von dir, Highlights und so. Was würdest du als deine Stärken bezeichnen? Ich glaube, ich kann von allem was. Ich glaube, ich kann vor allen Dingen gut scoren. Und ich glaube, ich spiele nicht so wie die meisten in Deutschland. Was würdest du den Kindern oder Teenagern jetzt raten? Wie bist du ans College gekommen? Und wie hast du es geschafft, dass die dich annehmen? Also erstmal ist wichtig, dass du natürlich in deinem Team überragst praktisch. Du musst in deinem Team schon zeigen, dass du einer der Besseren bist. Weil für die Uni ist es das was ganz Großes, dass du für das Sportlerteam spielst. Ganz wichtig sind auch, dass du gute Highlight-Tapes hast. Du brauchst diese Highlight-Tapes, die du an Colleges schicken kannst, damit sie überhaupt wissen, wie dein Name ist. Also ich finde, das ist auch ganz wichtig, was auch oft so unterbewertet wird. Und sonst einfach immer zeigen, dass du unbedingt an dieses College willst und dich halt überall gut zeigen, gut präsentieren, auch off-court gut präsentieren. Und dann sollte das eigentlich für jeden, der seine Arbeit reinsteckt und ein bisschen Talent hat, sollte es für jeden möglich sein. Wer ist dein All-Time-Goat? All-Time-Goat ist LeBron James. Okay. All-Time-Sneaker, also den besten Schuh, den du jemals anhattest bei Basketballspielen. Nur basketballtechnisch. Kobe 6 ist der beste Basketballschuh. Alle Kobes allgemein sind die besten Basketballschuhe. Die letzte Frage, die finale Frage. Gibt es gerade in Deutschland jemanden, der dich klären kann? In Deutschland gibt es momentan keinen, der mich verteidigen kann. Danke für das Interview. Kein Problem. Kein Problem.